Team Stier, ignoriert meinen Smoothie. Ich brauche nur gerade ein Mikrofon für meinen gechannelten Song. Und zwar: It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. Okay. Roxette, Must Have Been Love, ist euer gechannelter Song, als ich Karten gemischt habe. Es kann also sehr gut sein, dass einige von euch irgendwie ja, eine verlorene Liebe haben oder das Gefühl haben, sie haben jemanden verloren oder Liebeskummer haben, dass der gerade so richtig reinzettelt, ja, dieses okay, ich wache jetzt wirklich morgens auf, ich habe niemanden, mit dem ich rede, niemand fragt nach meinem Tag oder beziehungsweise nicht mehr diese eine Person. Ich gehe ab jetzt alleine essen, man geht irgendwo einen Kaffee trinken und oh mein Gott, Latte Macchiato mit Nusssirup hat er immer getrunken. Okay, das ist die Energie, die ich hier bekommen habe. Erste Karte raus, Angst. Ich erkenne, dass ich meine Entschlossenheit überprüfe, in der Energie der Liebe zu leben. Beharrlichkeit. Ich weiß, dass ich alles umsetzen kann, was ich mir vornehme. Okay, Leute, also euer Fokus sollte ganz klar darauf liegen, Wandel. Ich verstehe, dass ich ohne Bewegung nichts entwickeln oder wachsen kann. Okay, Leute, jemand hier hat Angst davor, einen Schritt in eine Richtung zu tun. Jetzt überrascht mich das nicht so sehr, weil ihr seid fixierte Zeichen. Ja? Alle fixierten Zeichen, Stier, Skorpion, Wassermann und Löwe, sind gerne oder bleiben gerne in der Richtung, in der sie sind. Ja, heißt, du bist die letzten 2 Jahre nach links gedreht, dann lässt du dich ungern nach rechts drehen. Ja, und es kann sehr gut sein, dass einige von euch hier Angst haben, etwas zu tun und aus ihrer Komfortzone rauszugehen, einen Wandel zu durchlaufen, um etwas zu erreichen, was sie sich entweder vorgenommen haben oder vielleicht um ihre Person wieder sich zurückzuerkämpfen, ja, weil it must have been love, but it's over now, it must have been good, but I lost it somehow. Es ist schon fast so ein bisschen, als wenn jemand von euch oder als wenn hier jemand zuschaut, der gar nicht die Intention hatte, seine Person zu verlieren, aber es irgendwie im Gewusel doch passiert ist. Ja, vielleicht durch irgendeine Art der Selbstsabotage oder durch irgendeine Art Testen, ja, um zu gucken, okay, mag die Person mich wirklich oder ja oder nein. Und die Person hat gesagt, hör mal, bist du bekloppt? Ich habe dir jetzt die ganze Zeit gezeigt, dass ich dich wirklich mag. Wenn du so insecure bist, bye. Und weg war die Person, ja. Und ihr habt euch gedacht, ja, ey, scheiße, das wollte ich jetzt eigentlich nicht erreichen, ja. Also Leute, lasst uns gucken. 5 der Stäbe auf der Rückseite des Decks. Es könnte Konflikt sein, es könnte aber auch euer innerer Konflikt sein, ja, der hier dargestellt wird. In Form von Angst und dann eben auf der einen Schulter das Teufelchen, auf der anderen Schulter das Engelchen. Und der Teufel sagt, nein Stier, melde dich nicht, weil der oder die blockt dich eh oder sagt dir eh, wie scheiße du bist. Und der Engel sagt, kämpf für die Liebe, schreib ihr einen Riesenroman, wieso du sie liebst, okay? Aber hier, Leute, ich erkenne, dass ich meine Entschlossenheit überprüfe, in der Energie der Liebe zu leben. Heißt also, ihr müsstet auf euren Engel hören und nicht auf den Teufel. Okay, Angst ist nur eine Illusion. Abgesehen davon, selbst wenn die Person sagt, hör mal zu, das, was du da dir gelappt hast, it's a no for me, dann habt ihr zwar verloren, aber in dieser Situation, wenn ihr euch eure Angst ergebt, hingebt, ja, dann habt ihr sowieso schon verloren. Man weiß nie, was wäre, wenn. Okay? Natürlich muss man schon auch lesen, was Sache ist. Ne? Wenn, keine Ahnung, euch eure Person gesagt hat, hör mal zu, melde dich nie wieder, weil rausgekommen ist, dass du ein Serienbetrüger bist und die Person die ganze Kennenlernphase, Beziehung, keine Ahnung was, betrogen hast oder sonst irgendwas, gut. Ja, aber wenn da irgendwie, keine Ahnung, wenn es nicht den Anschein macht, als wenn eure Person super sauer ist oder ihr von mir aus eigentlich in Frieden auseinandergegangen seid und die Person hat gesagt, pass auf, das ist einfach nichts für mich, dann, Leute, überwindet eure Angst, vorausgesetzt, ihr habt einen Wandel hinter euch und habt wirklich verstanden, was das Ding ist. Ja, weil ihr braucht nicht zurückzugehen und Entschuldigung zu sagen, wenn keine Veränderung stattgefunden hat. Ja, es gibt so ein Sprichwort, das heißt irgendwie, eine Entschuldigung ohne verändertes Verhalten ist Manipulation oder sich zu entschuldigen und eine zweite Chance zu fragen ohne verändertes Verhalten ist Manipulation. Irgendwie sowas, ja. Also ich bin auch so jemand,
Ich gebe gerne eine zweite Chance, aber du musst mir zeigen, dass du verändertes Verhalten an den Tag legst und vor allen Dingen musst du mir auch rüberbringen können, dass du verstanden hast, was Sache war. Ja? Also Leute, lasst uns abchecken, was Sache ist. Man, zum Glück versteht Roxette oder guckt Roxette nicht meinen Channel. Die hätte mich wahrscheinlich energetisch geköpft für dieses schiefe Gesinge hier. Die erste Karte raus, die Lieben, denn ich kann es mir doch nicht ausdenken. Zweite Karte raus, König der Münzen, das ist eure Energie. Und die Hohepriesterin mit 5 der Schwerter auf der Rückseite des Decks. Wir haben jetzt zweimal schon die 5 gesehen. 5 ist die Karte von Challenges, wenn man etwas überkommen muss, ja, oder sich eine Aufgabe stellen muss. Und zum zweiten ergibt 5 und 5 10. Und 10 ist immer numerisch gesehen ein Ende und ein Anfang, ja. Ende und ein Reset und ein Anfang. Also, die Liebenden, beziehungsweise bei mir liegt so rum, die Liebenden, der König der Münzen und die Hohepriesterin. Also ganz klar, hier muss eine Entscheidung stattfinden. Die Liebenden ist eine Entscheidung grundsätzlich, aber hier besonders oder ne, hier gerade in der Liebe. Und zwar mit dem König der Münzen, dahin quasi wendet sich die Entscheidung. Also Leute, dadurch, dass ihr euch hier in die Mitte sogar ins Deck legt, ja, ich glaube an euch. Im Namen der Liebe, ich glaube an euch. Nee, wirklich, ich glaube wirklich an euch. Lasst euch, bitte, seid keine Loser und lasst euch nicht von der Angst irgendwie leiten. Zumindest wenn ihr sagen könnt, ich habe wirklich verstanden, was das Ding ist. Ja, oder denkt dran, Leute, es ist hier, ne, ein generelles Reading, es kann auch umgekehrt sein. Wenn es umgekehrt ist, dann ganz klar, Leute, wenn sich jemand bei euch entschuldigen kommt oder sagt, ey, bitte, lasst es uns nochmal probieren oder ich habe da Scheiße gebaut oder sonst irgendwas, egal ob romantisch, Freund, Familie, was auch immer, achtet darauf, ob die Person ihren Worten auch Taten folgen lässt. Nur dann, wenn die Person verändert, das Verhalten an den Tag legt, solltet ihr sagen, okay, ich kann darüber hinweggucken. Ja, ihr könnt dann sagen, pass auf, okay, ich nehme das an, was du sagst, aber du musst mir das schon auch zeigen. Ja, und wenn dann für 2 Tage Veränderung stattfindet und am 3. Tag fällt die Person wieder in alte Muster zurück, dann cut the shit out. Ja, aber vielleicht müsst ihr das Skorpion-Reading gucken. Das hat irgendwie einen Titel, da geht es auch um eine zweite Chance. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich das genannt habe. Aber da geht es auf jeden Fall auch um eine zweite Chance. Wir haben hier liegen Zwillinge, Stier, Fische. So, 5 der Schwerter. Interessant. Kann tatsächlich sein, dass ihr vielleicht auch ein bisschen Mindgames gespielt habt. Ja, ich meine, letztendlich muss man schon zugeben, ich habe das in, glaube ich, eurem ersten Stier-Reading gesagt, es gibt viele Stiermenschen da draußen, die tatsächlich handeln wie ein Real-Life-Stier. Ja, du hältst denen eine riesengroße Red Flag vors Gesicht und die so, oh, rot, ja, da will ich hin. Ja, und es kann sehr gut sein, dass ihr vielleicht hier selber die Red Flag wart, ja, und vielleicht ein bisschen Mindgames gespielt habt, um zu gucken, wie reagiert meine Person und eure Person hat sich mit Verabschiedung, hat mit Verabschiedung reagiert. Kann ich es mir denn ausdenken? Bube der Kelche und der Na, Achtung, Buzzertime! Bube der Kelche und der Narr, ganz klare Sache. Jemand hier möchte sich entschuldigen, vielleicht aber auch Gefühle gestehen. Eventuell, it must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. Sing's mit mir, okay? 10 der Stäbe auf der Rückseite des Decks, das kann wirklich hier eine Last für euch darstellen. Für einige von euch hat das mit Scham zu tun. Ja, ihr könnt hier die Körperhaltung sehen, sie klammert sich an diesen 10 Stäben fest. Sie ist nach vorne gebeugt, sie versteckt ihr Gesicht, ja, so einen leichten Buckel hier, ja. Und das Gesicht verstecken hat immer was mit Scham zu tun. Diese Haltung, diese Körperhaltung und so weg, das hat immer mit Scham zu tun. Ihr könnt das sehen in zum Beispiel, wenn ihr auch True Crime Junkies seid wie ich, High Five, dann könnt ihr sehen, dass ganz oft die Leute mit so einem Ordner dann im Gerichtssaal sitzen und sich ihr Gesicht zuhalten, weil sie nicht gesehen werden wollen. Und in den meisten Fällen dient das nicht deren Anonymität, weil ich habe auch noch mein Leben nach dem Gefängnis, sondern weil ich schäme mich für das, was ich getan habe, okay? Jemand hier möchte um einen Neuanfang bitten. Dahinter sind die 7 der Schwerter, Leute. Jemand hier, es kann sehr gut sein mit Königin der Münzen. Es kann sein, dass hier jemand
für einige von euch tatsächlich schon in einer festen Beziehung war, weil Königin der Münzen und wir haben den König der Münzen hier liegen und dass man das rausgefunden hat und das, weil das wäre ein True Match, ja. Oder aber es steht dafür, dass die Person euch als die Königin der Münzen empfindet und euch eben betrogen hat. Ihr könnt ja sehen, wie die Sieben der Schwerterfrau da die Königin der Münzen anguckt. Und das würde natürlich Scham erklären, ja? Weil Fremdgehen ist letztendlich in den meisten Fällen eine Entscheidung. Das ist kein Fehler. Wir alle unterscheiden uns von Tieren, weil wir ganz klar Entscheidungen treffen können, unabhängig von unseren animalischen Instinkten, ja, es ist nicht mehr irgendwie der Stärkere, also es ist der Stärkere gewinnt, aber letztendlich gehen wir nicht auf die Straße und fühlen uns irgendwie bedroht in unserem Revier und bringen uns gegenseitig um. Wir können ganz klar entscheiden, das nicht zu tun, weil es Konsequenzen hat. Ja, und jemand, der betrügt, der hat natürlich auch die Entscheidung getroffen, zu betrügen in irgendeiner Form, und das eben nicht zu sagen. Das kann aber auch mit den Fünf der Schwertern eben, wie ich gesagt habe, das können auch Mindgames sein. Und das ist auch irgendeine Form des Betrugs, ja, weil du gibst der Person ja ein ganz anderes Gefühl, als wirklich ist, aufgrund deiner eigenen Unsicherheit. Oder aber auch aufgrund deiner nicht vorhandenen emotionalen Intelligenz. Oder unterentwickelten emotionalen Intelligenz. Das kann ja auch sein. König der Münzen. Da wollte sich die Kraft drehen. Das wäre Löwe. Acht der Stäbe und fünf der Stäbe. Mit sechs der Stäbe auf der Rückseite des Decks. Es kann sein, dass hier Eifersucht ein Thema war. Oder ihr diejenigen seid, die sehr eifersüchtig sind. Was ich hier auch sehe, ist, dass jemand hier vielleicht versucht, einem Konflikt aus dem Weg zu gehen, indem er sich auf das Wesentliche konzentriert, auf den Job, auf wie kann ich Geld machen, auf ich gehe ins Fitnessstudio. Aber eigentlich weiß die Person hier, dass hier eigentlich Gesprächsbedarf ist und dass dieser Gesprächsbedarf aber vielleicht zu einem Konflikt führen könnte. Faktisch gesehen wäre es aber so mit den sechs der Stäben auf der Rückseite des Decks, dass dieses Gespräch und dieser Konflikt vielleicht zu einem guten Endergebnis führen würde. Ja, weil die sechs der Stäbe ist immer eine Karte von Erfolg und dahinter das Ass der Münzen. Was aber auch sein kann, ist, dass hier jemand vielleicht eifersüchtig oder besitzergreifend ist, wenn ihr irgendeine Art von, weiß ich nicht, Ruhm habt, Leute, die euch vielleicht zujubeln, Social Media, viele Follower, was weiß ich, vielleicht habt ihr auch einen YouTube-Channel und ihr kriegt irgendwoher Bestätigung außerhalb von dieser Person und das hat die Person vielleicht ein bisschen rasend gemacht. Was allerdings auch ein bisschen eine Red Flag ist, ne? Die Hohepriesterin erklärt mit dem Ritter der Kelche. Intuitiv fühlt hier jemand, dass er eigentlich hier eine neue Chance haben möchte. Zwei der Münzen und der Eremit auf der Rückseite des Decks. Ist sich aber nicht sicher, hat vor allen Dingen auch Angst, dass das irgendwie falsch kommuniziert wird. Das kann sein, dass eure Person auf jeden Fall geschriebene Kommunikation bevorzugt und überlegt, was sie euch schreiben kann, weil die Hohepriesterin sitzt hier am Laptop und hier der Eremit schließt den Laptop. Ja, und das ist so ein bisschen dieses Zwischen, soll ich oder soll ich nicht? Soll ich ein Angebot machen? Soll ich sagen, hey, Stier, bitte vergib mir oder soll ich nicht? Ja. Hier sind Pflanzen und Berge im Hintergrund. Das ist so ein bisschen, als wenn so ein dunkles Mindset das den Wachstum in der Situation blockiert. Und ein dunkles Mindset sind immer Ängste, Scham, all sowas. Ja, vielleicht müsst ihr euch damit auseinandersetzen. Leute, ich lasse euer Reading hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war aufschlussreich für euch. Wie immer, liked, abonniert, teilt, kommentiert. Ich freue mich. In der Infobox findet ihr meinen Link für den Conscious Club, meine Website, wenn ihr ein privates Reading haben möchtet, sowie meine Instagram-Accounts. Und checkt ab. Ich habe ein neues Format gegründet, kreiert, wo besonders die Frauen ein bisschen das Game lernen, wenn ihr noch nicht wisst, wie es gespielt wird. Okay? Wir sehen uns. Bye, bye.